Mario hier, willkommen auf meinem Kanal, willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Ja, vor einiger Zeit haben wir die Büchse der Pandora geöffnet und sie ist schon ein wenig gewachsen. Wie im letzten Livestream zu sehen gewesen ist, habe ich ja am Zwischendeck weitergemacht und habe dann auch noch ein paar Sachen geändert, so wie ich angekündigt habe. Und zwar wollte ich ja die beiden Wände vorne und achtern hier mit den Leisten bestücken. Das sind hier Leisten von der Black Pearl übrig gebliebene. Ich glaube Zweitbeplankung oder Decksbeplankung. Decksbeplankung. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Nee, Decksbeplankung war eine andere. Oder vielleicht habe ich da auch eine andere genommen. Damit habe ich jetzt die Wände bestückt und habe das Zwischendeck quasi fertig. Bis auf außen. Die Konturen, die kommen dann später beim Schleifen. Ich möchte euch das mal zeigen. Oh, hier könnt ihr das sehen. Das Deck ist jetzt quasi fertig beplankt, geschliffen und mit farblosen Matten Lack lackiert. Und wie ihr hier seht, sind die Wände bestückt mit Leisten. Bin ich noch am Überlegen, wie ich das dann mache, weil in dem Buch Anatomy of Ship, ich habe ja die PDF-Datei, da will ich mal gucken, ob ich da noch ein paar Fenster oder Türen angedeutet bekomme. Dafür, wir haben doch hier irgendwo Leistenabschnitte, ne, die wir vom Deck haben. Die können wir zum Beispiel benutzen. Die werden dann halbiert, gebeizt, zugeschnitten und angeklebt. Siehst du, das ist doch eine gute Idee. Eine berechtigte Frage kam dazu, ja, aber gleich mehr, wenn ihr kommt jetzt mal ein bisschen dichter, weil ich habe noch hier zwei Decksbalken anzubringen, wo ich jetzt schon im Nachhinein mir gedacht habe, Mensch Mario, du bist auch düsig, du hättest das ja auch noch anders machen können. Aber wie gesagt, dazu später gleich mehr. Ich würde sagen, ihr kommt einmal ran und guckt euch das an. Legen wir los. Wie erwähnt, es kam eine Frage, eine berechtigte Frage, wie ich finde, im Stream. Verwischen die Bleistiftspuren? Ihr habt ja gesehen, dass ich die Decksbeplankung, die Leisten, die Kanten mit Bleistift geschwärzt habe. Ich habe das Ganze dann mit meiner Schleifmaus, ne, ihr wisst, das Ganze geglättet. Und habe dann farblosen matten Lack genommen und habe das eingepinselt. Diesen nehme ich immer. Deswegen ist hier jetzt auch in meinem Bastelkeller das Fenster auf. Also falls ich etwas betrunken wirke, das liegt an den wunderbaren, gut riechenden, wohlschmeckenden Dämpfen. Nee, geschmecken tun die nicht, aber wohlriechend. Und ihr seht, es hat sich nichts verwischt. Wenn man jetzt dichter ranguckt, vielleicht können wir das ja mal versuchen zu zoomen. Ja, jetzt könnt ihr dann schon hier schön sehen, die Kalfaterung. Na, die schwarzen Striche kann man schön sehen und die Holzmaserung. Und ja, nun kann das weitergehen. Da wird ja eine Menge mehr noch auf dem Deck passieren, später hin. Und ja, wie gesagt, jetzt wollen wir hier die Decksbalken anpassen. Hier zwischen den Spanten. Die Frage ist jetzt, finde ich natürlich ein bisschen schade, die müssen hier nämlich genau dazwischen eingepasst werden. Aber nicht so schlimm, kriegen wir gleich hin, werden wir gleich mal ausmessen und abschneiden und einkleben. Was mich bloß ärgert, was ich gemacht habe, ich habe doch hier gebeizt, ne, habe ich euch ja erzählt im Livestream, und dann habe ich jetzt hinterher gedacht, ja, wenn du hier die Wände beplankst, warum machst du das hier denn bei den Spanten nicht auch? Also werde ich das auch machen. Das sah in echt höchstwahrscheinlich ganz anders aus, aber ich werde das sozusagen, ich werde die Spanten quasi verkleiden, nennen wir es mal so.
und viel zu sehen ist davon nachher sowieso nicht. Ich lege mal das vordere Deck rauf, obwohl hier kann man das dann noch sehen einigermaßen. Das passt jetzt natürlich nicht, weil das ja hier noch zu hoch ist. Und dann haben wir hier das achtere Deck. Ja, also man kann dann hier hingucken, also ist es dann doch, ja, mache ich mir wieder mehr Arbeit, wie eigentlich gedacht. Ich hatte gedacht, ich kann euch heute zeigen, wie ich ein Deck aufbringe. Aber ja, das wird dann erstmal so nichts werden. Wir werden jetzt mal gucken. Wir werden uns mal die Leisten. Die müssen ja oben bündig sein. Mal genau anhalten. Ja, ein bisschen in die Mitte. Und dann werden wir die mal mit Klemmen fixieren. Um dann das Ganze anzuzeichnen, wo wir nachher abschneiden. So, jetzt fehlt mir der Bleistift, den ich eigentlich haben wollte. Das ist ja ein Ding. Eben gerade war er noch da. Nee, ohne Quatsch jetzt. Eben gerade war er noch da. Jetzt muss ich einen anderen nehmen. Nein, ich sehe ihn. Der hat sich hinter die Kamera versteckt, weil der ist ein bisschen dünner. So, dann zeichnen wir uns das hier mal schön an, wo ich nachher abschneiden werde. So, ich hoffe, da ist jetzt was zu sehen. Ja, ist was zu sehen. Das ist dann der vordere. Dann machen wir das für hinten genauso. Also das finde ich dann bei dem Bausatz, na gut, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Die Teile passen nicht. Das heißt, sie sind dann viel zu groß, genauso wie hier auch das Deck übersteht. Und da war eine Schiffsmodellbaugruppe jemand, der baut auch die Pandora. Ist natürlich schon viel, viel weiter. Hat aber ein paar Jahre nicht gebaut. Und dann habe ich gefragt, ob bei ihm auch das Deck überstand. Daran kann er sich nicht erinnern. Finde ich schade. Aber na gut, das ist eben so. So, ich hoffe, das hat hier jetzt auch geklappt. Jawohl. Dann schneiden wir das jetzt mal ganz unkompliziert mit einem Messer ab. Das mache ich hier im Hintergrund. Auf meiner Schneidmatte. Das sollte von der Sache her funktionieren. Das geht aber wie das heiße Messer durch die Butter. So, dann machen wir mal eine Passprobe. Und siehe da, es passt rein. Sogar ein kleines bisschen zu klein geworden. Das macht aber nichts. So, nicht, dass ich jetzt bei dem anderen das jetzt andersrum fabriziere. Oh, der geht ein bisschen schwerer durchzuschneiden. So, auch hier gucken. So, hier klemmt er. Machen wir spaßenshalber, gucken mal hier. Hier klemmt er auch nicht ganz so doll. Dann machen wir das umgekehrt. Weil so war es dieselbe Position. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Leim. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen was drin. Im Chat habe ich auch die Frage bekommen, ob ich schon mehr als 1 Liter Klebe verwendet habe. Das muss ich verneinen. Also 1 Liter Klebe habe ich, glaube ich, noch nicht verwendet. Also eine, ich weiß jetzt gar nicht, was ist in so einer großen Flasche drin. 550 Gramm. Also davon habe ich eine bestimmt schon weg. Und dann, na gut, vielleicht kommen wir schon langsam auf 1 Liter. Aber naja, noch, ich glaube, noch ist es kein ganzer. Weil so oft kauft man die Klebe dann doch nicht nach. So, jetzt haben wir das ausgerichtet. Und machen wir mal Klemmen davor. So, dass er nicht mehr wegrutschen kann. Und hält dann. So. Die andere Seite.
So, da wird das jetzt ein bisschen komplizierter werden, weil der ja einen halben Millimeter zu klein ist. Wichtig ist erstmal die Höhe. Die muss passen. Hier kommt eine Klemme davor. Und hier genauso. Und die Höhe passt. So. Siehst du wohl. Und jetzt werde ich dann eben mal anfangen, hier Leisten zuzuschneiden und die dann hier anzukleben. Und wir nehmen ja diese hier, hatte ich die hier. Da werde ich dann mal gucken, dass ich da, wird einfach mal vier Türen, mal gucken, ob das vier Stück werden, wird mal ein paar, mal gucken, ob ich ein paar Türen hinbekomme. Ein paar Türrahmen und ja, theoretisch müssten ja dann die Leisten in senkrechter Manier sein, also dann müsste ich die vielleicht so groß lassen und aus anderen Leisten dann, ja, mal gucken, was ich da, ich rede mir schon wieder um Kopf und Kragen und das ist wieder viel mehr Arbeit, wie ich mir eigentlich machen wollte. Das Ganze muss hier, auch die Wände müssen hier noch verkleben. Das muss auch noch ein bisschen halten. Das muss auch bis morgen, bis zur weiteren Bearbeitung, bis morgen warten. Nichtsdestotrotz könnte ich ja einfach mal zeigen, das Deck schon mal vorbereiten. So, gucken, ob wir das hier hinkriegen. Das Deck schon mal vorbereiten, weil das soll ja nachher hier vorne rauf und das muss, da müssen wir aber genau die Mitte anzeichnen, weil die Mitte, die können wir nachher ermitteln anhand des Spantes. So, einmal haben wir hier genau die Spitze und dann müssen wir hier einmal messen. Ich messe 112. Das sind dann genau 56 mm. Da ist dann genau die Mitte. Die Mitte brauchen wir nachher auch für die Beplankung. Das werden wir gleich mit anzeichnen. So, jetzt haben wir genau die Mitte. Und die Beplankung ist ja 3 mm, also brauchen wir zu jeder Seite jetzt 1,5 mm. So. Einmal hier ein Strich und hier ein Strich und dann sind das, ja, dazwischen sind dann 3 mm. Dann haben wir dann einen Anhaltspunkt für die Leiste, die wir dann hier nachher aufbringen wollen. So, das wird natürlich auch angezeichnet. Oh, hier ist ein bisschen aus dem Kurs. Schade. So. Ja, so haut das auch wieder hin. Und ich hatte ja ein paar Leisten, um das einfach nur mal zu zeigen. Ja, passt dann hier, können wir dann genau so dann hier in der Mitte die Leiste dann einkleben. Wo hier jetzt Anatomie Upshift sagt, hier gibt es keine Plankenstöße. Hier wird dann komplette Länge durchgezogen. Das heißt, diese kann ich dann nachher nur hier außen verwenden. Das muss ich mir aber nochmal genau anschauen. Ja, also hier, das wird dann das Deck für hier vorne. Ja, hier vorne an der Spitze können wir dann genau die Mitte ermitteln. Das andere wird dann messtechnisch gemacht, dass wir dann hier am Spann vorbei dann messen, wo wir hin müssen.
Ja, ich werde dann sozusagen hier vorne die Mitte zuerst annageln. Genau, ich habe das Deck wird angenagelt und die Nägel später nachher alle wieder rausgezogen. Gut, also jetzt wisst ihr Bescheid, dass demnächst weitergehen soll. Ja, das Deck wird natürlich auch beplankt und von unten, ja, auch im Livestream, glaube ich, weiß jetzt gar nicht zu sehen gewesen. Ich habe das schon mal vorbereitet, dass das Deck quasi über Kopf auch gebeizt ist. Dass, falls man wirklich mal von hier unten guckt, dass man dann sieht, das Deck ist holzfarben von unten. Gut, so, das ist quasi ein Update von der Pandora. Ja, wir können ja auch noch mal nach hinten schauen, das hintere Deck. Ja, und dann gucken wir mal, wie und wann es weitergeht. Ihr könnt ja auch gerne mal erzählen, was ihr gerne sehen möchtet. Wenn dann nachher irgendwann die Decks gestrakt sind und alles sofort fertig ist, die Decks fest sind und die Decksbeplankung alles drauf ist und das alles fertig ist, dann wird irgendwann mal gestrakt und dann sehen wir weiter, was wir dann nachher machen. So, ich werde jetzt mal ein paar Türen anfertigen und die werde ich euch dann beim nächsten Mal zeigen. Wenn ihr zwischendurch ein paar Bilder sehen möchtet, gerne bei Facebook unter Marius Schiffsmodellbau. Da habe ich eine Seite, da könnt ihr dann auch mal reinkicken. Ab und zu passiert das auch auf Instagram und da seid ihr herzlichst eingeladen, da mal reinzugucken. So, das war das Update von der Pandora von Constructo. Ja, so, liebe Leute, wisst ihr Bescheid? Ja, ein bisschen wieder weitergemacht und ihr seht, dass, ja, dass doch ein bisschen mit Aufwand verbunden ist, das Ganze. Hierzwischen habe ich mich jetzt eigentlich auch schon geärgert, das werde ich nicht mehr ändern können. Hier sind ja solche Klötze angedeutet, sozusagen ein Zwischendeck. Hätte ich mal anders realisieren sollen, hätte ich ruhig Holzplatten einbauen sollen, die vielleicht sogar noch beplanken, wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wird man dann sehen, inwieweit da noch was zu ändern ist oder da reinguckt, ob man da, ob das dann alles so zu sehen ist. Oder mal gucken, ob ich dann vielleicht doch noch, wo ist meine Pinzette schon wieder hin? Also das ist hier, heute ist das hier aber auch hier, ach hier hinten. Ob man dann vielleicht mal so in der Art von hier oben dann noch Leisten aufklebt, ist vielleicht auch noch eine, ne, Alternative, durch den Niedergang zu gehen und ein paar Leisten anzukleben, dass man wenigstens da in dem Bereich ein paar Leisten sehen kann, wo dann der Niedergang reingeht. Aber das gucken wir mal, inwieweit das Ganze zu sehen ist. Vielleicht ist das ja auch eine Grating und kein Niedergang. Doch, da müsste eine Grating sein. Ich kann das jetzt gar nicht. Ich habe eigentlich immer beim Bauen die Zeichnung auf von Anatomie of Ship. Das ist schon das Zwischendeck. Ne, das ist das Zwischendeck und da ist ein Niedergang. Eine Grating ist da auch. Eine Grating ist hier. Ja, seht ihr gar nicht. Eine Grating kommt hier nachher hin und eine hier weiter vorne. Also hier kann man nachher unten reingucken. Na gut, da sehen wir dann, was wir machen. Lasst euch überraschen. Hat mich jedenfalls riesig gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das tut gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf. Ganz wichtig, bleibt gesund. Ich werde noch ein bisschen an der Pandora weiter basteln. Tschüss, macht's gut. Ahoi und kick mal weiter in.